Und viele Fans glauben auch, über den Infrastrukturbot der Bundesliga kommt das Geld eh wieder zurück. Stimmt das? Naja, der Sicherheitstopf ist so aufgegliedert, dass natürlich das Geld wieder zurückfließt. Das Rapid nie das Geld, das sie einbezahlt. Also ist so wie mit der EU, mit dem Nettozahler. Also Rapid ist Nettozahler. Der größte Nettozahler der Bundesliga. Genau, hat natürlich auch selbst auch wieder Förderungen davon. Aber bei weitem natürlich nicht das, was eingezahlt wird. Wenn man sich anschaut, was im Sicherheitstopf jährlich ausgeschüttet wird an die anderen Vereine. Weil sonst würde es sich ja nicht ausgehen, sonst könnte man die Videoüberwachungsanlage in Alltag nicht bezahlen mit den Strafen, die Alltag quasi bekommt.